Dann würde ich sagen, ab ins Hotel. Ich habe gehört, die haben Kopfkissen. Hey. Was? Ja, willkommen im Merkwürdig-Hasen-Hotel. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist jetzt egal, mich bezahlt hier sowieso keiner. Das stimmt, mein Chef ist gestern abgehauen. Er meinte, er hätte die Nase voll von diesem Hotel und, wir haben keinen Strom mehr? Dann habe ich wohl eine ganze Weile geschlafen. Ich muss an der Rezeption bleiben. Vielleicht könntest du den Reaktor für mich nachfüllen? Er ist im Keller, hinter der linken Tür. Steig die Treppe runter und geh dann geradeaus weiter. Heb unterwegs alle Brennstäbe auf, die du findest und wirf sie da einfach in den Reaktor. Wie lange hat er geschlafen? Bitte was? Wie lange hat er geschlafen? Wenn er gesagt hat, gestern hätte der Chef einfach das Hotel hingeschmissen. Aber jetzt ist kein Strom mehr. Ich glaube, der hat eine Woche gepennt oder so. Ja Mensch, einfach mal, das Hotel ist stromlos. Da liegen überall Brennstäbe, okay. Das ist die Hotellobby. Ach gut, dann machen wir das mal, ne? Was ist denn hier los? Ohne Strom, das geht nicht. Dann gehen wir mal da rein. Voll gut gemacht mit den Brennstäben, muss ich sagen. Intuitiv weiß der Spieler, wo er wirklich hingehen muss. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Keller hier, oder? Da ist ein Kürbis, den werfe ich auch in den Reaktor. Tatsächlich wird es nicht das einzige Mal sein, den Reaktor nachzufüllen. Tatsächlich verbraucht der Reaktor wirklich auf Echtzeit Strom. Irgendwann, sagen wir mal eine Woche spielst du nicht oder so, keine Ahnung, hat das Hotel wieder Stromausfall. Das ist irgendwie witzig. Das ist das Herz des Merkwürdighausen-Hotels. Wenn dieser Reaktor mit nuklearen Brennstäben gefüllt wird, produziert er Energie für das Hotel. So sieht's aus. So, dann auf Maximum füllen. Ah, schon besser. Oh, ein Mechanikpunkt. Interaktion-Mechanikpunkt. Saugut. Solche Punkte liegen auch einmal pro Tag irgendwo in der Gegend rum. Jeder Wochentag hat irgendwo anders so ein Skillpunkt rumliegen, glaube ich. Ich glaube, einmal... Ja, pro Tag, also, ja. Zwecks Kochen, hab gerade gefrühstückt, gutes Sandwich mit Kochschinken, Salami, Käse und Schaschlik Honigsoße. Oh, geil, Alter. Mega. Mega gut. Ich hatte nur Eier. Und Wurst. Und eine Beefy. Ja. Ey. Nice. Oh, du machst immer so geiles Essen. Selbst dein Frühstück ist geil, Schaske. Was ist los mit dir? So, Reaktor läuft. Wo sind denn eigentlich hier? Was ist denn mein Inventar? Da ist ja mein Zeug. Ziele. Finde ein paar nukleare Brennstäbe im Keller und werf sie in den Reaktor. Gut, das sind die Ziele. Das sind die Beziehungen. Okay. Laune neutral. Siegfried Gülle. Siggi will seine Farm erhalten. Er weiß aber nicht mehr, was er eigentlich anbaut. Auch gut. Hier können wir speichern. Das machen wir jetzt auch mal. Hier drüber. Ich mach das einfach drüber. Überschreiben. Passt schon. So. Krass, dauert ein bisschen. Hä, aber wo sind eigentlich... Das ist mein Handy? Das ist so cool gemacht. Schaut mal. So ein cooles Mobiltelefon hier unten. Das ist so cool, echt. Oh, wir können hier Klingelton einstellen. Ja, das nehme ich. Aber wo sind meine Skills? Muss ich da Select drücken? Start? Lol, der Pauseknopf, okay. Hui, ich kann den Sim-Dingsy da drehen. Lustig. Hey, wo sind meine Skillpunkte eigentlich? Wo sehe ich das? Gar nicht. Hä? Hä? Wie jetzt? Wo sehe ich das? Wie weit ich gelevelt bin? Gar nicht? Ne? Keine Ahnung. Doch, ich weiß, wo es ist. Stimmt, das ist gar nicht hier am Touchscreen. Ich weiß, wo man es sehen kann. Später dann. So. Wenn ich B einmal drücke,
muss ich gar nicht gedrückt halten, dann gehe ich ganz normal spazieren. So, Strom läuft. Hervorragend. Die Kamerafahrt, hey. Hey. Ja, wir haben wieder Strom, danke. Der Concierge. Ein Brennstab hält 3 Tage. Ah, du kannst direkt mehrere in den Reaktor werfen. 5, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, wie viele. Aber wir haben bestimmt eine Woche Strom. Echtzeit. Also, ne, wie gesagt, das Spiel läuft auf Echtzeit. Oh, was ich dich fragen wollte. Hast du eben diesen Zettel hier verloren? Ich habe ihn hinter meinem Computer gefunden, nachdem du gegangen warst. Hier. Ein Zettel? Alles hat seinen Sinn, Gecko. Die Sonne strahlt, die Erde dreht sich und kluge Leute wie du führen Hotels. Viel Glück, die Einwohner von Merkwürdighausen brauchen dich. Was? Ja, wie jetzt? Wieso? Ich will gar kein Hotel führen. Oder doch? Oh, das ist nicht gerade ein Palast, was? Wir haben höchstens einen Gast pro Monat, Sigi. Es gab nie einen Grund aufzuräumen. Ein Gast pro Monat. Ja, da hätte ich das Hotel auch verlassen, du. Als Chef. Keine Ahnung, ey. Und immer drauf an, wie ich Hunger hab ich meinen Toast mit Aufschnitt und einer schnellen Soße. Ist meiner Meinung nach nichts Besonderes. Ist es nicht, aber irgendwie klingt's einfach geil. Sandwich, Kochschinken, Salami-Käse, Schaschlik, Honigsoße. Hallo? Wie? Schaschlik, Honigsoße. Das ist, warum das so nice klingt. Gut, Denk doch mal logisch, wenn du Gäste anlocken möchtest, solltest du zuerst mal aufräumen. Heb den Müll auf, Staubsauger, klingt doch ganz einfach, oder? Vielleicht hast du recht, aber ich kann die Rezeption nicht verlassen. Der Winzling muss das machen. Das ist ein faires Angebot. Ich repariere dein Auto und du staubsaugst das Hotel. Ja, das ist wirklich fair. Ja, okay. Wo kommt der Staub auf einmal her? Missionsziel erreicht. Neues Missionsziel. Ja, wir müssen jetzt die Lobby sorgen, nicht wahr? Gib den Staubsauger auf. Okay. Wo? Ach, da. Mensch. Dann. Schaschlik-Ketchup und dann Honig drauf. Faszinierend. Ja, gut. Ja, weiß nicht. Klingt einfach besonders. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich stell's mir edler vor, als es ist, weil du so krasse Sachen immer kochst. So, aktiviere den Staubsauger im Taschenmenü und beseitige 5 Staubhaufen. Ja, das ist voll lustig. Hier können wir den Staubsauger so nehmen, auf meine Hand ziehen. Und dann sauge ich hier. Und auf dem Touchscreen ist das Saugfussel-Sieb-Döns. Voll lustig. Da ist aber ein Kaugummi. Wenn wir diesen Müll nehmen und da reinstecken ins Loch, steht da Kaugummi und dann kriegen wir... Na ja gut, Kaugummi hätte ich vielleicht einfach tatsächlich aufsaugen lassen sollen. Bei Kaugummi ist es wohl egal. Aber es kann was Edles auch drin sein, ein Stein oder irgendwas. Dann kriegen wir da tatsächlich auch Geld für. Heinz Ehrlicher, hey! Da ist er wieder, der Heinz. Der alte Bürgermeister. Hey du, ich will antworten, verstanden? Was ist dran an der Geschichte, dass der Besitzer des Hotels die Stadt verlassen will? Er ist schon weg, Bürgermeister Ehrlicher. Er hat sich letzte Nacht weggeschlichen. Oh nein! Oh, ohne ein funktionierendes Hotel wird der Tourismus zusammenbrechen. Wir sind erledigt. Tourismus. Mit einem Dorf. In der fucking Wüste. Ein Gast pro Monat in diesem Hotel. Ja, der Tourismus boomt. Aber voll. Nun, wir tun unser Möglichstes, aber... Die Wirtschaft wird zusammenbrechen, die Leute werden verhungern, Kriege werden ausbrechen. Nicht weggezwungen sein, mein Recyclingprogramm aufzugeben, wir müssen etwas tun. Ich glaube, er überdramatisiert ein bisschen. Irgendetwas, alles jetzt, bitte hilf uns. Was ist das nur für eine Welt? Okay. Hey. Bürgermeister Ehrlicher, Entschuldigung, aber ich habe dich überall gesucht. Es scheint, als hättest du jetzt einen Termin mit... Er ist schon wieder ausgerastet, Mama Eber. Du meine Güte, ist dieser Winzling eine Art Agitator oder was? Ein was? Wenn er so am Rad dreht, kann man nur beruhigend auf ihn einreden, sonst regt er sich nie wieder ab. Ah, wir müssen ihn beruhigen, ne?
Bändige Heinz Ehrlicher. Oh Gott, bändigen. Mit einer Peitsche oder was? Jetzt lernen wir das ein bisschen kennen. Er ist verrückt gerade. Das passiert auch manchmal. Es gibt verrückte Leute. Das ist neue soziale Interaktion. Deswegen, wir müssen ihn bändigen. Weil verrückte Leute sind ein bisschen unberechenbar. Ich glaube, du kannst sogar Sachen kaputt machen hier oder so. Deswegen, wir müssen ihn bändigen. Okay, helfen. Ich helfe dir. Ey, Heinz, bitte, echt. Smoke weed every day und alles ist gut. Bisschen anschreien, bisschen helfen, passt. Was ist passiert? Oh, ich fühle mich so seltsam. Hatte ich wieder einen Wutanfall? Wie heißt du? Ich bin der Gecko, servus. Ich bin, besteht zu 70% aus Schwanz. Ah ja, ich freue mich, dich kennenzulernen, Gecko. Hör zu, wir stecken in Schwierigkeiten. Dieses Hotel ist einige der wenigen Geldquellen von Merkwürdighausen. Wenn es untergeht, geht die Stadt gleich mit unter. Willst du uns also helfen, diese schäbige Absteige in einen Luxuspalast zu verwandeln? Sag einfach ja. Klar. Hotel führen, geile Sache. Das wäre großartig. Wir brauchen einen Pool, ein paar Bars, ein Restaurant, vielleicht eine Galerie und vielleicht... Vielleicht sollten wir zuerst ein Casino bauen. Gute Idee, Mama Eva. So werden wir sicher Gäste anlocken. Gecko, sprich mit Tristan Legende über den Bau des Casinos. Er ist hier der Handwerker. Tristan? Oh, vielleicht sollte ich mit ihm sprechen. Er hängt gerne in der Wüste rum, also... Halt dich da raus, Mama Eva. Gecko, mir nach. Bevor du zu Tristan gehst, will ich dir noch zeigen, wo du wohnst. Okay. Okay. Ja, dann. So, ich laufe von alleine. In dem Hotel siehst du mich dann nur am Pokertisch. Ich denke, ich werde auch öfters ins Casino gehen. So, das ist also das... Also, hier in Game auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, wieder das geile Piraten-Game. Und das habe ich schon im Game viel gesuchtet. So, Heinz, was geht? Das ist also das Managerbüro. Deine Wohnstätte. Die Grundausstattung, wie zum Beispiel ein Bett, eine Dusche etc. ist bereits vorhanden. Ansonsten kannst du das Büro nach deinen Wünschen einrichten. Okay, cool. Cool ist ja schon alles da, ist ja perfekt. Auf der Wand dort drüben siehst du deine Statistikleiste. Sie enthält wichtige Informationen über dein Hotel und deine Fähigkeiten. Sieh dich ein wenig um, bevor du dich an die Arbeit machst. Entspanne und, nun, spring unter die Dusche, bevor du zu Tristan gehst. Du riechst ein bisschen streng. Okay. Hey, gutes Tutorial, echt, wie man alles kennenlernt. Genau, hier ist die Statistikleiste. Hier können wir alles sehen. Hier können wir dann auch hier unsere Skills und so anschauen. Der Touchscreen, wie süß wieder. Laufbahnen. Ah, beruhige wütende Sims, damit deine Gesundheitsanzeige steigt. Okay, wütend. Damit deine Gesundheitsanzeige steigt? Ich glaube, dauerhaft steigt, oder? Okay, Hotelinfo. Hotelbewertung Prozent 0. 0 Gäste, $50 aber verdient. Ausgaben $7. Nettogewinn $43. Na, immerhin. Aber nur Prozent Hotelbewertung. Fähigkeiten. Genau, da sind... Alter, warte, bitte, wie viel gibt's? Du heilige Scheiße. Okay. Okay. Ja, gut. Geschäfts- und Kreativität, Körper, Charisma, Mechanik. Ja, gut. Spielstatistiken, besiegte Außerirdische, geschnappte Schläger, Staubsaugerverdienst und Metalldetektorverdienst. Es ist voll süß gemacht, aber alles, gell? Ja, das ist es. Ganz interessant. So, das ist unser Schlafzimmer, klein, aber fein, Bettchen halt. Ja, hier so, das ist hier irgendwie edel. Ja, hier muss ein Piano hin, ganz klar. Kühlschrank, also so ein bisschen Küchenbereich. Ja, hier wohnen wir. Ist auch mal ganz anders wieder. Auch die einzige Wohnung, die wir selbst hier haben einfach. Hier wohnen wir halt einfach. Das ist es. Nochmal ein Stückchen kleiner als auf dem Game Boy Advance, glaube ich. Doch, ja, würde ich schon sagen. Ah, Perspektive, ein bisschen schwierig. Ja, doch, aber ich glaube, ja, doch ein bisschen, ne? Ja, Welt ist kleiner, Wohnung kleiner, alles kleiner. Ja, dann gehen wir mal duschen. Duschen. Und hier jetzt schon das gute alte Drehen, ne, diese Drehanimation. Hier ist es wieder typisch, jetzt ist es typisch Sims. Wie die großen Versionen, echt. Geht immer mehr in die Sims-Richtung, aber weil es auch hier so auf Echtzeit alles geht, ist es einfach auch Sims meets Animal Crossing einfach, gell? Das finde ich super faszinierend. So, das war's. Toilette haben wir aber auch schon, ne?
Ja, und Waschbecken. Okay, super cool. Fantastisch! Das ist unser Hotel. Ja, hier wohnen wir und jetzt haben wir ein Hotel und jetzt können wir das einrichten und alles. Später, irgendwann. Ja, gucken wir uns mal um. Hier haben wir noch... Hier können wir zusammen Terrasse. Da gucken wir mal kurz. Oh, ist das geil oder was? Hier auf dem Dach einfach so ein geiler Pool. Ist doch ein Pool. Eigentlich. Ich denke schon. Ich kann hier auf jeden Fall rein. Man kann sich hier sonnen. Hat eine nice Aussicht oder so. Oh, ist eigentlich ganz cool, ne? Oh. Sonnenterrasse. Vielleicht ist es doch kein Pool. Wenn ich mir das jetzt so anschaue. Ich hab's aber immer als Pool missbraucht. Ich weiß nicht. Da kann man aber schon auch als Pool ein bisschen interpretieren. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mag ich die Sonnenterrasse. Ist cool. Muss nachher noch los. Personal beantragen. Die Tage im Brief im Kasten gehabt. Mahngebühr. Aber abgelaufener Perso. Krass. Wie wär's erstmal mit einer Meldung, dass es abgelaufen ist? Katastrophe, die Bürokratie. Das ist wirklich Katastrophe. Aber das ist ja der Witz. Du kriegst keine Meldung. Warum auch? Du musst dich selbst drum kümmern. Aber wehe! Du verpasst es. Mahngebühren. Das ist so assi. Es ist so assi. Krass. Und dann hast du aber auch eine miese Gemeinde. Weil einige Gemeinden machen das nicht mal. Meiner war auch ein Jahr abgelaufen. Ja. Mahngebühren gab es keine. Nix. Weil das kommt tatsächlich auf die Gemeinde an. Und dann ist deine aber echt ein bisschen assi auch. Oh, frech. Aber das ist so, du kriegst da nicht Bescheid. Guck doch selber auf deinen Personalausweis, ob er ausgelaufen ist oder nicht. Hä, das musst du doch wissen. Wann der ausläuft, Mensch, Sasuke, es geht so nicht. Ja, Deutschland und Bürokratie manchmal echt. Das ist so dumm eigentlich. Ja, echt schon. Echt so, weiß ich nicht. Wenn man da auch aufs Ablaufdatum von Verso guckt, eben, ist so. Nee, ist so. Das ist so blöd, man schaut da nie drauf, natürlich nicht. Aber man muss es doch wissen. Hä? Es ist wirklich dumm. Ja, das tut mir leid. Norddeutschland. Penible Paragraphenreiter. Oh, okay. Ah, ist es so in Norddeutschland, oder? Das ist so mies. Das ist bescheuert einfach. Das ist einfach dumm. Naja. Ich hoffe, die waren nicht zu hoch. Darf man das wissen, was so die Mahngebühren da so sind? Muss nicht erzählen, wird mich aber interessieren tatsächlich, weil, ja. Es ist aber halt so dumm. So, und dann gibt's noch Lobby erster Stock. Da gehen wir jetzt auch noch kurz hin. Genau. Richtig tolle Lobby. Richtig edel hier. Und hier sind die verschiedenen Hotelzimmer dann. Hier ist das kleine Zimmer. Mittleres. Größeres. Nee, warte mal, zwei kleine. Also, das sind die Hotelzimmer, die wir haben. Alle. Mehr gibt's nicht. Und die können wir dann nach Belieben einrichten. Warte mal, lass mal hier reingehen. Genau. Das ist das kleine, wo einfach. Warte mal, die Fenster sind zugemauert. Okay, das ist ein richtig schäbiges Drogenkabuff. Ja, das ist das kleine Hotelzimmer. Ey, es ist immerhin schon eingerichtet. Krass. Da haben wir was. Ah, verschlossen. Also doch, ich muss die erst freischalten. War mir fast klar. Im Moment haben wir also ein Hotelzimmer. Sehr gut. So. Und dann, Keller kennen wir schon. Können wir hier noch rein? Hier ist dann so eine krasse Kuppel, hey. So ein Plaza, würde ich sagen. So ein Plaza, in der Mitte ein geiler Brunnen. Kann man auch sitzen. Das sind so Bäume, ich weiß nicht, das ist viel zu edel irgendwie. Keine Ahnung. Da ist nochmal ein Punkt. Ach, krass. Oh, Kreativitätspunkt. Nice. Ich glaube, Kreativität muss das hoch sein? Ich weiß gar nicht. Brauchen wir das für irgendwas? Und hier sind die verschiedenen, ja, ich sag mal, Läden, die man auch noch bauen kann. Hier sehen wir schon am Schild, kommt das Casino rein tatsächlich. Hier kommt Fitness rein. Hier kommt
eine tropische Bar rein. Da drüben kommt nochmal so eine Disco rein, glaube ich. Und hier kommt die Kunstgalerie, glaube ich, rein. Das hier müsste, glaube ich, die Kunstgalerie sein. Und das ist ein Sushi-Restaurant. Ein Asia-Restaurant. Ja, sowas. Genau, das ist alles. Ja, wir können das also richtig geil ausbauen. Und das wird unser Ziel sein, auf jeden Fall. Ich möchte natürlich alle Einrichtungen kaufen. Ich weiß noch nicht, ob das auch Echtzeit braucht. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn wir sagen, hey, bauen, dann dauert es, glaube ich, einen echten Tag. Ich glaube, es dauert echte 24 Stunden, bis der Scheiß dann da ist. Ja, und das ist das, was ich meinte. Es kann sein, dass wir hier und da dieses Spiel gar nicht so lange pro Tag ich möchte mal wissen, wer sich sowas ausdenkt. Streamen können, weil wir dann, glaube ich, hier und da geblockt werden wegen Echtzeit. Es kann sein, vielleicht streame ich das dann quasi öfters. Ja, das kann sein, dafür halt nur sehr kurz, weil wir hier und da vielleicht nicht unbedingt weiterkommen, weil wir dann auf den nächsten Tag warten müssen. Oder ich mache Gebrauch vom Zeitspulen. Weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal schauen. Ja. Wer sich das ausgedacht hat, die Entwickler. Ich finde es aber gar nicht mal so dumm. Mich stört es nicht. Es ist jetzt vielleicht als Let's Play ein bisschen dumm. Oder beziehungsweise als Stream erst recht, wenn das alles auf Echtzeit geht. Ist dann ein bisschen kniffelig, aber ich finde es eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist eigentlich voll Animal Crossing-like, oder? Echtzeit. Ja, du kriegst so deine Bewohner, sag ich mal, deine Besucher auch, mit denen du dann redest. Du kriegst Hotelgäste, kannst das einrichten, kriegst Möbel im Laden. Es ist irgendwie, das ist so Animal Crossing-like und das fällt mir erst heutzutage so richtig auf. Was, keine Ahnung, über 200, glaube ich. 200 Mahngebühren. Ohne Vorwarnung sind Mahnungen ja rechtswidrig. Das ist, glaube ich, richtig. Das ist so weit in der Form richtig. Aber ich glaube, das zählt nur bei Vertragssachen. Aber ein Perso ist ja kein Vertrag an sich. Was haben die denn gemeint? Boah, 200 als Mahngebühren. Alter, das ist so dreist. Das ist ja so ein Scheiß einfach. Übel. Ja, Deutschland, echt. Ich dreh durch. Es ist so Wahnsinn. Oh, das ist super nervig. Für Streams ist es halt ein wenig blöd. Ja, gell, bissel ist es blöd. Ja, deswegen, das kann sein. Was ich mir gedacht habe, da wir jetzt hier so Echtzeit-Projekt haben und das vielleicht hier und da ein bisschen deppert sein könnte. Und was, ich kann das auffüllen? Zeitung sogar, klar, das ist gut für die Leute. Das gibt sogar, glaube ich, Geld. Wenn Leute so Broschüren rausnehmen, kriege ich, glaube ich, Geld. Was soll ich jetzt sagen? Es kann sein, dass ich vielleicht deswegen zwischendurch Pokémon Schwarz, was derzeit ein exklusives Let's Play auf YouTube ist, dass ich das vielleicht streame ein bisschen auch. Weil wir jetzt hier so ein Echtzeit-Sims haben. Vielleicht spielen wir zwischendurch live Pokémon Schwarz. Was würdet ihr davon halten? Hättet ihr da Bock? Ist ein Pokémon Schwarz auch nebenher mal irgendwie hier und da? Weiß nicht. Kannst dir nicht sagen, aber auch, dass ein Perso mittlerweile kostet, ist trotz frech. Dass ein Perso mittlerweile kostet? Wie, hat der mal was nicht gekostet? Ich weiß, dass die halt arschteuer geworden sind. Die sind sowieso auch nochmal viel teurer geworden. Das ist halt grundsätzlich Müll. Ja, du bist gesetzlich dazu verpflichtet, einen gültigen Perso bei dir zu tragen, den du bezahlen musst. Ah ja, genau, macht Sinn. Echt, so, wenn man eigentlich so drüber nachdenkt, ergibt eigentlich auch keinen. Ja, komm. Man darf da gar nicht drüber nachdenken. Digga, ey, Deutschland. Oder allgemein Bürokratie ist fast egal, welches Land. Ist immer ein bisschen Bullshit, oder? Ja, aber gut. Aber hast recht, du bist ja gezwungen, einen zu haben. Weil das ist deine Identifikation. Aber du musst für deine eigene Identität zahlen. Das ist schon auch eigentlich. Stimmt schon, ist schon dumm eigentlich. Hä? War vorher unter 10, jetzt mittlerweile so 40 Flocken. Ja, ist so. Ist so teuer geworden. Echt, ich dreh durch. Ist so. Ja, doch, 40 rum, ja. Auch ein bisschen, glaube ich, auch wieder je nach Gemeinde, glaube ich, ein bisschen. Aber grundsätzlich arschteuer, ja. Fände ich nice mit Pokémon. Mhm.
Der wäre, glaube ich, ganz cool. Natürlich würden wir da weitermachen, wo ich als exklusives Let's Play aufgehört habe. Ist ja logisch, ich mache jetzt da kein neues Spiel. Und da bin ich momentan, stand jetzt beim dritten Orden. Aber vielleicht werden wir da so zwischendurch mal ein bisschen Pokémon-Sports streamen, weiß nicht. So, jetzt machen wir aber hier ein bisschen weiter. Was haben wir jetzt hier? Was war jetzt hier? Ich muss sowieso zu Tristan-Legende in die Wüste. Da gehen wir jetzt hin.